Im Artkalender 2015 und im neuen Sparkasse-Kunstkatalog stellt sich die in Rangersdorf geborene Malerin Veronika Oberleuer vor. Sie zählt zu den großen Talenten der zeitgenössischen Malerei in Österreich. Ganz im Trend einer neuen Generation von bildenden Künstlern bedient sie sich dabei einer klassischen Formsprache und traditioneller Themen aus der Kunstgeschichte. Die Grundsätze der Kärntner Sparkasse sagen ja auch Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist für uns ganz ein wichtiges Thema und das passt dann perfekt dazu. Und die Zeit schreitet voran, es wird halt alles professioneller über die Jahre und wir haben in letzter Zeit auch gesehen, wir brauchen professionelle Hilfe. Und wir haben jetzt eben die Uli Sturm als Kuratorin dazu bekommen, schon jetzt zum dritten Mal. Indem ja viele dieser Künstler eigentlich in Kärnten nicht präsent sind, sucht man sie eher schon bei Zeiten, wenn sie die Akademie oder die Bildende in Wien oder in Linz abschließen. Aber so findet man künstlerische Talente, vor allem aus dem Bereich der Malerei. Die merkt man sich und wenn dann so eine tolle Gelegenheit kommt, wie die Kärntner Sparkasse sucht wieder eine junge Künstlerin oder einen Künstler, dann erinnert man sich, legt eine Auswahl vor und die Jury sucht dann den oder diejenige aus, die das Projekt des Jahres macht. In einer Auflage von 2500 Stück werden die Kalender in den Filialen der Kärntner Sparkasse an die Kunden ausgegeben. Der Sparkasse-Kunstkatalog erscheint zum zweiten Mal und wird in einer Auflage von 700 Stück produziert. Er dient vor allem der Präsentation eines aktuellen Querschnittes bei Agenturen, Ausstellern und Sammlern. Einerseits gibt mir die Kärntner Sparkasse hier eine Plattform, meine Arbeiten zu verkaufen. Darüber hinaus waren die letzten Wochen, also die Gestaltung dieses Katalogs und Kalenders, eine sehr wertvolle Erfahrung für mich, weil ich die Möglichkeit hatte, hier mit so einem dermaßen professionellen Team zusammenzuarbeiten, dass ich mir sogar vorstellen könnte, nächstes Jahr zum Beispiel wieder einen Katalog zu machen. Einige Blätter des Artkalender 2015 werden in den Schaufenstern der Kärntner Sparkasse am Neuen Platz in Klagenfurt vorgestellt. Schwerpunktmäßig konzentriert sich die Kärntner Sparkasse seit einigen Jahren auf die Förderung ganz junger Talente, die noch am Anfang einer Karriere stehen, vor allem in den beiden Sparten Musik und bildende Künste.